Herzlich willkommen zum großen Themenausverkauf. Bald ist Gamescom, deswegen muss jetzt nochmal alles raus, was keine Miete zahlt. Wir greifen in die letzte Ritze. Was haben wir gefunden? Wir bei Game2 sind ja leidenschaftliche Trittbrettfahrer. Sobald der Hype Train nur schnell genug durch den Bahnhof brettert, springen wir mit Sicherheit oben drauf. Wobei man sagen muss, bei Hunt Showdown jetzt im speziellen Fall war die ganze Zeit eher Schneckentempo angesagt. Also optisch, hat ziemlich derbe geruckelt und fair war es eigentlich auch nicht. Tja, aber das hat sich mittlerweile geändert. Da hat sich einiges getan und das Spiel ist im Internet der heiße Scheiß. Jetzt echt? Ja, wirklich. Spielt jeder. Außer uns. Das ist richtig. Dann holen wir das jetzt nach. Hunt Showdown hat so einiges durchgemacht. Im Jahr 2014 als Hunt Horrors of the Gilded Age angekündigt, stellte man sich als Spieler noch auf ein lineares Third-Person-Koop-Gebolze von Entwickler Crytek USA ein. Mehr als 5 Jahre später ist der US-Zweig des Frankfurter Studios Geschichte. Hunt wanderte zurück zum Mutterkonzern und mit dem Namen änderte sich, abgesehen vom Setting und dem Koop-Ansatz, so ziemlich alles. Inzwischen ist es seit 1,5 Jahren im Early Access und weil es nach anfänglichem Stotterstart immer beliebter wird, werfen wir kurz vor dem Release selbst 2 Jäger ins Rennen, die wirklich wichtigen Fragen stellen. Wie sehe ich aus? Du siehst geil aus. Super investigativ! Bevor die beiden loszocken, gibt's noch eine Info. Weil die Testserver, auf denen die aktuellste Version des Spiels läuft, zum Zeitpunkt unserer Zock-Session nicht wollten, mussten Micha und Chris in ihren Koop-Runden mit einer etwas älteren Version des Spiels vorlieb nehmen. Weil wir aber auch die aktuellste Variante von Hunt ausgiebig zocken konnten, ist das halb so schlimm. Und jetzt genug gelabert, schauen wir doch mal, was unsere beiden Jäger so treiben. Oh, 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 oh. Und weg. Muni alle. Oh. Ah, ich bin in mein Feuer gelaufen. Ja, ich seh's. Du was? Oh, ich hab daneben gehauen. Ich bin so dumm. Komm raus, wir machen dir einfach die Tür zu. Fuck. Nein, andere Richtung. Ja, wir stellen uns nicht so schlau an bis jetzt, ne? Naja, die einen sagen so, die anderen so. Und ich sag, ihr habt ja verdammt noch mal gar nichts geschnallt. So, Grundkurs. Das Grundprinzip von Hunt Showdown ist simpel. In Teams von bis zu 3 Spielern gilt es, ein Monster ausfindig zu machen, es zu erledigen und mit seinen Hinterlassenschaften über einen der verschiedenen Exit-Punkte auf der Karte zu verschwinden. Im besten Fall so schnell und heimlich wie möglich. Soweit alles klar? Ich muss kurz nachladen. Dann geht der Spaß hier weiter. Hier ist ein anderer. Ah, okay. Ey, das war so klar. Das war so klar. Shit, der ist direkt so... Oh nein, wo war der denn? Der hat sich angeschlichen, weil man euch aus 600 Metern Entfernung hört. Oh. Für euch Nullchecker also nochmal etwas detaillierter. Egal, was ihr macht, leises Vorgehen ist meist die bessere Wahl. Bevor ihr ein Monster angreifen könnt, müsst ihr es erstmal finden. Dazu gilt es, via Schatten sich 3 dieser blau schimmernden Hinweise zu entdecken, die den Standpunkt des fiesen Viechs aufdecken. Habt ihr das Monster gefunden und in die Knie gezwungen, könnt ihr aber nicht, mir nichts, dir nichts mit dem Loot verschwinden, ihr müsst es erst noch verbannen. Das dauert etwas über 3 Minuten und erst dann könnt ihr die glitschige Hinterlassenschaft einsammeln. Klingt easy, wäre da nicht ein entscheidender Punkt. Alle weiteren Hunter werden darüber informiert, dass und wo eine Verbannung angestoßen wurde. Und weil die abstauben wollen, dauert es in der Regel nicht lange, bis der erste Feind auf der Matte steht, um euch die Beute streitig zu machen. Reicht euch das dann erstmal an Erklärung? Let the hunt begin. Alles klar. Gute Jagd, wünsche ich. Alles klar. Warum hast du denn so eine kleine Pistole nur? Das sieht irgendwie nicht sehr wehrhaft aus. Dafür ist die gesilenced. Lokalisiere mal unseren Hinweis da vorne, okay. Von rechts schießen auch Leute. Ja? Ich schleiche mich immer an, aber da ist so ein Dicker. So ein gepanzerter hinter dem. Der steht auf dem Hinweis. Also ja, wir müssen ihn, glaube ich, erledigen. Wir können ihn höchstens weglocken mit irgendwelchen Geräuschen. Warte mal, ich locke ihn weg. Hier. Hey, Boy! Achso, ja, jetzt kommt er zu mir. Was folgte, dürfte niemanden überraschen. Uah, jetzt kommen sie aber von überall. Aua, 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 aua. So, besser. Das ist auch sehr unklug, mit einer Fackel ins Kornfeld zu rennen. Du bist schon wieder so laut. Ja, ich wollte dich nur beschützen, weil der doch brennt. Das ist nett gemeint, in diesem Fall aber ziemlich kontraproduktiv. Nicht nur, weil das untote Gesocks mit Fackeln, Explosionen oder krassen Klatschen ordentlich austeilt, sondern auch, weil andere Hunter euch mit wenigen Schüssen direkt aus den Socken pusten. Da ist das lautlose Messer oft die bessere Wahl. Wenn ihr aber lernt, Signale wie aufgeschreckte Vogelschwärme oder Schritte anderer Jäger für euch zu nutzen, dann wird Hunt Showdown immer wieder richtig schön spannend.
Die sind hier. Okay, ja, ich glaube, dann sollten wir da jetzt nicht hingehen. Macht ja keinen Sinn, oder? Also ein Schuss, ich bin tot. Naja, oder ein Schuss und die sind tot. Okay. Die kämpfen gegen das Viech da drin. Hier liegt ein Toter. Der wird bestimmt gleich gerettet, guck mal. Wo bist du? Da, kommt einer, kommt einer. Fuck. Ich höre Schritte. Ah. Alter! Oh, Mann! Gut, wir waren halt mega offensichtlich, standen wir vor dem Tor und haben gewartet, dass sie rauskommen. Und die sind einfach hinten rumgegangen. Ich hab das langsam, ich beginne zu verstehen. Das will ich dir auch raten, denn mit deinen Huntern solltest du nicht leichtfertig umgehen. Warum? In Hunt Showdown levelt ihr auf zwei verschiedene Arten. Einmal mit eurer Figur selbst, was euch beispielsweise stärkere Perks beschert, und in der sogenannten Blutlinie, über die ihr unter anderem bessere Waffen erspielt. Habt ihr das Blutlinien-Level 11 erreicht und schafft es nicht lebend aus einer Mission, beißen eure Hunter mit all ihren Perks und der angelegten Ausrüstung endgültig ins Gras. Dann müsst ihr euch von eurem verdienten Geld einen neuen Hunter zulegen und ihn neu ausrüsten. So die Kurzform. In der Praxis ist das natürlich alles ein bisschen komplizierter. Mit Prestige-Leveln, Jägern unterschiedlicher Stufen, der Möglichkeit, Jäger gegen Blutlinien Erfahrungspunkte in Rente zu schicken, Waffenverbesserungen und. Weil das alles im Detail aufzudröseln jetzt aber den Rahmen sprengen würde, fassen wir es kurz zusammen. Ärgerlich ist der Verlust eines Hunters in jedem Fall, weil die Kollegen ziemlich schnell leveln, fanden wir es aber auch nicht wirklich frustig. Und damit dann auch zurück zu unseren Hobby-Huntern. Die haben sich nämlich gar nicht so schlecht angestellt und kriegen es immer noch nicht richtig gebacken. Okay, einen letzten Versuch gebe ich euch noch. Ey, jetzt machen wir eine geile Runde, pass auf. Ach, jetzt habe ich mir... Ah, nein. Ich habe mir die Slots nicht voll gemacht, ich Idiot. Ah, ich auch nicht. Naja, egal. Abbrechen, ich denke, oder? Wir sind inzwischen so gut. Meinst du, wir haben nicht mal Healthpacks, wir haben nichts jetzt. Das zwingt uns jetzt mal richtig leise zu sein, wirklich. Okay, pass auf, dann spielen wir jetzt ein ganz anderes Gameplay. Wir haben das, nehmen die Sache jetzt ernst hier. Und tatsächlich stellen sich die beiden unter erschwerten Bedingungen gar nicht so dumm an. Sie schaffen es sogar, bis zum Bossmonster vorzudringen. Wenn sie das Spinnenviech jetzt noch legen, dann könnte es zum Abschluss tatsächlich noch einen Erfolg geben. Da oben ist er. Ja, die kommen hier alle an. Die ganzen Monster haben wir angelockt. Als ich geflohen bin. Sehr gut, sehr gut. Die haben sie. Sehr gut. So, und dann müssen wir echt aufpassen, ne? Weil ich wette, hier sind schon wieder Menschen, die warten. Warst du das? Nee. Warte mal, sei mal leise. Ich höre so rechts. Ja. Die sind hier direkt um die Ecke. Alter, was? Da ist er. Fuck. Na, ja, da waren zwei. Ja, gut. Warum sind wir so schlecht? Und warum sind die Spinnen ein Witz gegen die Typen, die da rumlaufen? Die echten Monster sind halt immer noch die Menschen, ne? Der Mensch ist sich selbst sein eigener Wolf. Ja. Dann kommen wir mal zum Fazit. Hunt Showdown hat sich im Verlauf der Early Access Phase wirklich gemausert. Technisch läuft's trotz bestehendem Hardware-Hunger flüssig und vielen Anfangsproblemen, wie nervigen Campern, die an den Exit-Punkten einfach nur abstauben wollten, wurden mit neuen Spielmechaniken etwas der Wind aus den Segeln genommen. Wir hatten mit der fast finalen Version des Spiels also richtig Spaß. Weil der Stil gefällt, weil's wuchtig klingt, weil es genauso spannend wie atmosphärisch ist und mehr Tiefe bietet, als man anfänglich erwartet. In Sachen Gegner, Karten und Spielmodi-Vielfalt könnte sich aber noch ein bisschen was tun, damit's auch auf Dauer abwechslungsreich genug bleibt. Wenn man dem Post-Release-Plan Glauben schenkt, ist da aber schon einiges in Arbeit. Und eins noch zum Schluss, wie sich die Premium-Währung Bloodbonds auf das Spiel auswirkt, wollen wir noch nicht final beurteilen. Aktuell sieht's aber nach viel Kosmetik und wenig fiesem Pay-to-Win aus. Bei dem nun folgenden Spiel haben wir uns schon gefragt, ob wir es überhaupt machen sollen. Weil es ist eigentlich nur ein HD-Remake von einem 15 Jahre alten Spiel. Ja, aber man spielt den amerikanischen Präsidenten in einem Kampfroboter und kann alles in Schutt und Asche legen. Geil! Und es ist von From Software. Und deswegen ist es auch in der Sendung. Freunde, ich weiß, was eure erste Reaktion auf den Namen From Software ist. I wanna die.
Noch bevor aber die kleine japanische Spieleklitsche zum Namen aller Namen der Videospielbranche werden und mit Soulspawn Sekiro die Spielereihe To End All Spielereien entwickeln sollte, war das Studio für obskuren Quatschkram bekannt. Stop it. Eines dieser ominösen Kleinode ist Metal Wolf Chaos. Kein Soulspawn, kein Dauer Rage Quit und kein Rollenspiel, sondern ein waschechtes Trash-Feuerwerk. Oder wie Micha sagen würde: Ein knallhartes Ballerfest mit hochgezüchteten Kampfmaschinen, die mit keifenden Schießprügeln die Luft zum Kochen bringen. Sauber, Junge. Die epische Mech-Schlachtplatte bekommt jetzt in der XD-Neuauflage eine zweite Chance. 2004 erschien das Ding nämlich nur in Japan, entwickelte sich aufgrund seiner abstrusen Geschichte und schonungslosen Ballerei aber auch in der westlichen Ecke zum nischigen Geheimtipp unter den nischigen Geheimtipps. Nach einem Angriff auf Amerika sieht sich der Präsident dazu verpflichtet, für das Wohl der Menschheit einzustehen. Deshalb schneidet er sich kurzerhand seinen stählernen Strampelanzug um und rasiert alles, was ihm vor die Füße... Ich bin der Postbote. Ja, das sehe ich. Fuck, Astral Chain, das ist das wesentlich geilere Thema. Wenn ich mich beeile, kriege ich das noch unter, ohne dass Colin auf den Wind kriegt. Meinst du wirklich? Na dann los, mein kleiner geflügelter Freund. Flieg, flieg. Okay, schnell. Metal Wolf Chaos XD ist eine saudumme Ballerei mit wenig Tiefgang, dafür aber Trash und Retro-Charme. Von der Neuauflage dürft ihr euch in jedem Fall keine Wunder erwarten. Die 15 Jahre alte Klump-Grafik hat einen HD-Anstrich bekommen, läuft aber trotzdem nur auf wackeligen 30 Bildern pro Sekunde und ist bei heutigen Sehgewohnheiten eben auch nur 15 Jahre alter Klump-Grafik-Käse. Das Ballern schallert dann schicke Explosionen, aber viel mehr ist auch nicht zu holen. Das Leveldesign ist Schlauch in der Schlauchenstein Langeweile, der Schwierigkeitsgrad unausgewogen und weil es keine Speicherpunkte gibt, dürft ihr die Dinger nach dem Scheitern kurz vor Schluss gleich noch mal tutti komplett durchlaufen. Nicht geil. Drauf kommt noch ein mies gemixter Sound mit mal unwahrscheinlich lauten, mal unwahrscheinlich leisen Stimmen und einer Sprecherqualität auf durchgefallenem Grund. Schulniveau. Wer Bock auf eine knallige Retro-Sause hat, kann schon mal seinen Spaß haben. Ansonsten ist alles eher so meh. Astral Chain. Das ist das neue Switch-exklusive Spiel von Platinum Games. Mit Titeln wie Bayonetta oder Vanquish sind die fast so renommiert wie From Software. Und weil Astral Chain brandneu und keine aufgewärmte Restesuppe ist, kann das doch gar nicht so schlecht sein, oder? Wer das Spiel auch nur 3 Sekunden laufen lässt, merkt sofort, dass das hier der spielgewordene Traum eines jeden Anime-Fans ist. Es gibt kulleräugige Klischee-Charaktere, ganz, ganz doll dramatische Ereignisse, Action mit viel Knallerbsen und Konfettiregen, typische Anime-Scheitel und knuffige kleine Gags. Macht irgendwie auch Sinn. Ist doch der Künstler hinter dem Style Masakazu Katsura, ein waschechter Mangaka und unter anderem bekannt für DNA Square. Look out! No! Ganz Nintendo-typisch ist von Pippis, Popos und Sex in Astral Chain aber nichts zu sehen. Und auch von übertriebener Gewaltdarstellung sind wir weit entfernt. Hier geht's familienfreundlich zu, damit auch die noch nicht ganz so großen bedenkenlos hinschauen können. Zwei ganz besonders bezaubernde kleine Racker haben wir uns deshalb ins Studio geholt. Na, ihr beiden Frechdachse, habt ihr Lust, mir ein bisschen zu helfen? Ja! Ja! Super. Dann erzählt uns doch mal, was in dem Spiel so passiert. Das ist in der Zukunft. Da kommen Monster aus Löchern. Aber die Polizei ist da. Ja, die Polizisten. Die Polizisten bekämpfen diese Monster. Sie haben die Monster. Die hauen die mit Stöckern und die haben Pistolen. Aber nein, sie kämpfen mit den Monstern. Monster an der Leine haben die. Die haben wie Hunde Monster an der Leine? Wie Hunde, aber die können auch schießen und schlagen. Und sie, es ist, wenn ich groß werde, werde ich auch Polizist. Ich will so ein Monster. Oder Feuerwehrmann. Ja. Und ist ganz gefährlich da. Die Polizisten sind auch Detektive. Können unsichtbare Sachen sehen. Alles leuchtet da. Alles leuchtet, da ist genau. Überall, es leuchtet. An der Wand. Und die Ketten auch. Es leuchtet überall, weil das eine Zukunftsstadt ist. Schön. Haben wir also alle Unklarheit beseitigt. Ihr wisst, was abgeht. Platinum-typisch ist die sattwämsende, ausgeklügelte Action das spielerische Herzstück.
In den Fights könnt ihr Gegner mit Winzschlagknüppel, Riesenprügel oder mickriger Knarre auf Distanz einschenken. Weicht ihr Schlägen kurz vorm Treffer aus, aktiviert ihr außerdem eine kurze Zeitlupenphase, aus der heraus ihr mächtige Konter abfeuern könnt. Der ganz besondere Kniff ist aber die namensgebende Astralkette, an der ihr ein Kumpelmonster Gassi führt. Ruft ihr es, greift es Feinde automatisch an. Es hat aber auch Tricks auf Lager, die ihr selber auslösen müsst. Ihr könnt beispielsweise anstürmende Gegner mit der Kette zurückschleudern oder sie umschlingen und kurzzeitig dingfest machen. Im Spielverlauf erhaltet ihr Zugriff auf unterschiedliche Kettenviecher, die alle ihr eigenes Skillset mitbringen. Mit der Schwertlegion könnt ihr gezielte Schwerthiebe platzieren und mit der Pfeillegion wiederum Pfeile verfeuern. Diese Fähigkeiten werden euch in Bosskämpfen nicht nur spektakulär abverlangt, sondern helfen euch auch dabei, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und neue Areale zu erschließen. Da lohnt es sogar, abgeschlossene Kapitel nochmal zu besuchen. Im Vergleich zu Spielen wie Bayonetta hat Astral Chain aber noch ein bisschen mehr zu bieten als feiste Action. Man merkt, dass Nier Automata Game Designer Takahisa Taura im Chefsessel sitzt. Der hat nämlich auch hier weitläufige Areale und Rollenspielelemente verbaut. Abseits vom Gekloppe erkundet ihr viel, quatscht mit NPCs, stellt euch optionalen Aufgaben und optimiert eure Ausrüstung. Als übernatürlicher Superpolizist müsst ihr außerdem übernatürliche Detektivarbeit leisten. Untersucht Tatorte nach Hinweisen, quetscht Augenzeugen aus und kombiniert alle Fährten in einem Frage-Antwort-Spielchen. Das klingt im ersten Moment vielleicht kompliziert, ist aber eigentlich ganz simpel. Sagen wir mal, die Lösungen sind ziemlich offensichtlich. Warum sind die Monster hergekommen? Wegen Urlaub oder hast du eine bessere Idee? Weiß nicht. Denn genau wie bei Nier sind alle anderen Spielbestandteile nur dafür da, Abwechslung zu schaffen. Es gibt einfach unheimlich viel zu tun. Neben Quests und Nebenquests dürft ihr Moped fahren, eure Monster-Buddies Tamagotchi-mäßig sauber pflegen, Astralpartikel wegstaubsaugen, Leute festnehmen, Portale schließen und noch jede Menge mehr. Ja gut, wenn der Herr Superpolizist plötzlich Müll sammelt, wird schon ein bisschen schräg. Aber die nehmen das mit deinem Freund und Helfer halt noch ernst, da in Zukunftshausen. Im starken Kontrast dazu fehlt es aber der Kulisse an Abwechslung. In den rund 5 Stunden, die ich bis jetzt spielen konnte, führt mich fast jedes Kapitel in diese saublöde Parallelwelt, die mir schon nach dem zweiten Besuch zum Hals heraushängt. Grafisch ist Astral Chain leider auch nicht so gewohnt. Gerade Texturen sind arge Matschepampe, die nur durch einen Schraffurfilter kaschiert wird. Und auch die so schön von unseren Kids geschilderte Geschichte ist wenig mitreißend und ganz schön belanglos. Ach, und den integrierten lokalen Koop-Modus haben die Entwickler auch noch verbockt. Den könnt ihr nur mit 2 fitzligen Einzel-Joy-Cons und nicht etwa mit dem Pro-Controller steuern. Das ist so fast unspielbar. Aber trotz des verdienten Detailgemeckeres hat mich Astral Chain bis jetzt sehr gut unterhalten. Das bunt gemischte Gameplay macht einfach Bock und das ganze Geboxe ist bis auf kleinere Kameraprobleme halt auch einfach fett. Für mich steht nach dem Anspielen also fest, dass ich das Ding auf jeden Fall zu Ende spielen werde. Game 2 3.0 und so ist ja eigentlich schon ganz gut, ne? Neuer Look, neues Studio. Aber es gibt auch Dinge, die muss man nicht ändern. Zum Beispiel dieses Intro. Matrose, wie konnten Sie die ganzen Spülschmerzgranaten übersehen? Sie waren unter dem Radar. Unter dem Radar! Für unseren ersten Tipp wecken wir direkt einen Toten, den 3DS. Für Persona Q2 New Cinema Labyrinth kommt der vergreiste Handheld vielleicht ein letztes Mal aus der wohlverdienten Ruhe zurück. Das will natürlich belohnt werden, denn der Persona Dungeon Crawler ist ein richtig feines Rollenspiel geworden. Stellt euch das Ganze wie ein Mini-Persona vor mit knuffigeren Helden, optisch leicht reduzierten Kämpfen und ohne den Socializing-Teil. Gut, zur Schule müsst ihr auch nicht mehr, dafür in ein mysteriöses Kino, von wo aus ihr in die Dungeons reist. Die erkundet ihr genretypisch gemächlich aus der Ego-Perspektive. Zwischendurch erwarten euch reichlich Keilereien, die bis auf die Optik nahezu identisch zu denen in Persona 5 sind, inklusive stylischer Gruppenangriffe. Im Kampf helfen euch natürlich auch wieder eure Persona-Monsterfreunde, die gesammelt und fusioniert werden können. Außerdem stehen euch im Spielverlauf neben den Persona 5 Kids noch die Helden aus den Teilen 3 und 4 zur Seite, die ihr bunt in eure Party mischen könnt. Dazu gibt's, wie gewohnt, reichlich verrückte Geschehnisse, die in schicken Zwischensequenzen erzählt werden. Nur für eine Übersetzung hat es nicht gereicht, die Texte sind komplett auf Englisch und die Sprachausgabe japanisch. Der Look vom nächsten Spiel ist zwar auch sehr knuffig, aber eure Aufgabe knallhart. Überleben. Oxygen Not Included wirft euch mit zunächst 3 mutigen Pionieren auf einen zufallsgenerierten Asteroiden. Und so beginnt der Überlebenskampf. Der Name lässt es vielleicht schon vermuten.
Hier gibt's nicht wirklich viel Sauerstoff. Macht aber nichts, denn eure Kolonisten können mit ihren Weltraumstaubsaugern Ressourcen abbauen und damit allerhand nützlichen Kram bauen. Steht die Sauerstoffversorgung, könnt ihr euch um die restlichen Bedürfnisse kümmern, wie Schlafplätze, Trinkwasser, lecker Astrokraut und natürlich Weltraumlatrinen. Nur bauen reicht aber nicht. Eure Bauwerke müssen regelmäßig gewartet und Toiletten gereinigt werden, sonst wird schnell die gesamte Basis zum Abschiss freigegeben. Also immer schön euren Bewohnern Jobs zuweisen und alles ist cool. Oh, ja gut, das passiert eventuell auch weiterhin, weil manche Kolonisten einfach eine schwache Blase haben. Everybody my HP's in their pants, it's the coolest! Da lässt sich leider nicht viel machen, denn jeder Bewohner kommt mit zufälligen Stärken und Schwächen. Immerhin können die Comic-Kerlchen aber im Level steigen, wodurch sie Fähigkeiten verbessern oder neue lernen. Mit der Zeit kommen immer mehr Menschen dazu und eure Kolonie wächst. Bis irgendwann die Ressourcen richtig knapp werden. So müsst ihr ständig neue Mittel und Wege finden, um in der unwirtlichen Heimat zu überleben. Keine leichte Aufgabe, da Erklärungen gern mal etwas ungenau sind. Habt ihr dann aber, wie wir hier, euren ersten Endlos-Wasserkreislauf erschaffen, fühlt ihr euch wie ein krasser Weltraumingenieur. Dann dürft ihr euch endlich zurücklehnen und eure Kolonisten einfach nur beim Duschen beobachten. Okay, das klang irgendwie falsch. Machen wir schnell weiter mit Nowhere Profit. Hier geht's auch ums Überleben, und zwar das Überleben eurer Endzeit-Karawane bzw. eurer Spielkarten. Denn Nowhere Profit ist nicht nur ein Roguelike, sondern auch ein Kartenspiel. Zeit für ein... Halt deine verdammte Fresse! Jeder eurer Begleiter wird als Spielkarte auf das Schlachtfeld geschickt. Müssen eure Gefährten dann im Kampf dran glauben, werden die Karten zunächst beschädigt und bei einem zweiten Tod unwiederbringbar zerstört. Somit ist auch das kleinste Popelduell spannend, da ihr jederzeit geliebte Begleiter verlieren könnt. Zwischen den Kämpfen zieht ihr über eine zufallsgenerierte Karte, wo ihr Ressourcen und Loot findet. Den könnt ihr dann in Städten gegen neue Gefolgsleute oder Ausrüstung eintauschen. Allerdings gilt es ständig abzuwägen, ob ihr eure wenigen Ressourcen für euch selbst ausgebt, indem ihr auflevelt und krasse Waffen kauft, oder vielleicht doch lieber eure Gefährten heilt. Okay, die Präsentation über Textboxen wirkt auf Dauer schon recht öde. Das stört aber letztendlich wenig, wenn ihr auf spannende Strategiegefechte steht. Etwas schade finden wir allerdings, dass neue Begleiter nach dem Zufallsprinzip dazu stoßen. Und die Neuankömmlinge passen dann leider nicht unbedingt zum Spielstil eures Decks. Somit ist es etwas schwierig, auf eine bestimmte Strategie hinzuarbeiten. Gefallen hat's uns trotzdem, daher bekommt Nowhere Profit eine Empfehlung für alle Kartenspielfans. Wir bleiben gleich beim Roguelike-Genre und machen weiter mit Streets of Rogue. Besonders spektakulär sieht das zwar nicht aus, dafür ist aber die Gameplay-Mischung wirklich interessant. Zum einen lauft und ballert ihr flott aus Top-Down-Sicht, wie beispielsweise in The Binding of Isaac. Zum anderen könnt ihr beim Lösen der Aufgaben nach Lust und Laune experimentieren, wie in Deus Ex. Ein Beispiel: Ihr müsst einen Raum betreten. Dafür könnt ihr Rambo-mäßig durch die Wand brechen, es geht aber auch leise durchs Fenster. Oder ihr steckt Zigaretten in das Lüftungssystem, worauf alle hustend nach draußen stürmen. Oder noch simpler, ihr klopft freundlich an und boxt den neugierigen Schurken einfach weg. Im Spielverlauf schaltet ihr immer mehr Figuren mit unterschiedlichen Fähigkeiten frei, was noch mehr spielerische Möglichkeiten schafft. Wir haben uns ein wenig in den Gorilla verliebt. Der ist ziemlich stark und kann jeden mit Leichtigkeit kaputtboxen. Bam! Dafür folgen ihm keine menschlichen Gefährten, weil er eben nicht der Schlaueste ist und kein Englisch spricht. Sorry, no speak English. Auch die Welt selbst sorgt für skurrile Situationen. Die prozedural generierte Stadt hat ähnlich wie in so manchen Open-World-Games ein gewisses Eigenleben. Da kann es auch mal vorkommen, dass aus heiterem Himmel eine Massenkeilerei ausbricht oder ein Killerroboter sein Unwesen treibt. Streets of Rogue nimmt sich wenig ernst und jeder Run hat für neue, witzige Situationen gesorgt. Das sollte euch auch trotz des hohen Schwierigkeitsgrades eine Weile bei Laune halten. Und damit genug mit all dem bunten Quatsch. Jetzt erobern wir fremde Planeten in kniffligen Strategieschlachten in Age of Wonders Planetfall. Als Mix aus Civilization und XCOM baut ihr zunächst eure Basis auf, von der aus ihr die zufallsgenerierten Alien-Planeten erkundet. Dabei deckt ihr die Karte nach und nach auf und findet kostbare Ressourcen, neue Baumöglichkeiten sowie fremde Truppen. Auch wenn die manchmal freundlich sind und sich euch anschließen, wollen euch die meisten tot sehen. Derlei Probleme löst ihr dann in rundenbasierten Kämpfen nach bester XCOM-Manier. Die taktischen Möglichkeiten sind hier enorm. Ihr befehligt reichlich Einheiten, die alle unterschiedliche Fähigkeiten, Angriffe und Bewegungsmuster besitzen. Dazu habt ihr noch die Wahl, mit welcher Fraktion ihr den Planeten überhaupt erobern wollt. Von Insekten-Aliens bis zu Kampf-Amazonen, die auf Space-Sauriern reiten, ist so ziemlich alles dabei, wonach es dem Sci-Fi-Herzen dürstet.
Werden euch die Kämpfe irgendwann zu viel, könnt ihr sie auch einfach automatisch ablaufen lassen. Und wer Szenario-Schlachten auf Dauer zu öde findet, kann sich auch in die Story stürzen, die sich hauptsächlich um die einzelnen Fraktionen dreht. Auch wenn die Übersicht manchmal etwas leidet und man sich im Dschungel der tausenden Infos mal nicht zurechtfindet, ist Age of Wonders Planetfall für Strategieliebhaber eine ganz feine Sache. And now for something completely different. Genau, jetzt reicht es auch mit der Taktiererei. Freunde der bodenständigen Bleiorgie, es darf wieder Dauer geballert werden. Denn in Blazing Chrome wird nicht aufgebaut, sondern abgerissen. Und das mit schwerem Gerät in feinster Retro-Run-and-Gun-Tradition. Die brasilianischen Pixel-Profis von Joymasher zelebrieren geradezu schamlos ihre Liebe für Konamis Contra-Reihe. Ballern von links nach rechts, ballern von unten nach oben, ballern an Bord eines Bikes oder ballern im lässigen Hangelmodus. Kennen wir alles von Contra. Macht aber trotzdem Spaß. Die Steuerung flutscht präzise, die verschiedenen Waffen machen Laune, Zwischen- und Bossgegner sind vielseitig gestaltet. Neu in Blazing Chrome sind kleine Hilfsroboter, die euren Bitmap-Berserker mal als ballernder Begleiter, mal als Schutzschild unterstützen. Alles in allem erreicht Blazing Chrome aber trotzdem nicht ganz die Klasse des Vorbilds. Dazu fehlt es den Levels einfach an Finesse und Aha-Momenten. Vor allem in den späteren Stages, die sich erst freischalten, nachdem ihr die 4 Grundmissionen in beliebiger Reihenfolge abgeschlossen habt, ist zudem stumpfes Auswendiglernen angesagt. Und dass sich der Koop-Kumpel nicht in ein laufendes Spiel einklinken kann, ist auch schade. Dennoch ist Blazing Chrome auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Gute Run-and-Guns sind schließlich heutzutage eher Mangelware. Und wenn ihr gerade auf den Geschmack gekommen seid, gleich noch ein Tipp hinterher. Konamis Contra Anniversary Collection umfasst einige der besten Serienteile technisch tadellos umgesetzt und größtenteils auch heute noch spielenswert. Gilt vor allem für die beiden Episoden auf Super Nintendo und Mega Drive. Schade allerdings, dass jüngere Ableger wie Contra 4, Contra Shattered Soldier oder Contra Rebirth fehlen. Für Peitschenfans hat Konami vor wenigen Wochen übrigens auch die Castlevania Anniversary Collection rausgehauen. Die ist zwar ebenfalls keine komplette Werkschau, bietet aber wie die Contra-Sammlung ein insgesamt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für alle Pixel-Fetischisten. Wer jetzt noch Pixel-Faschisten in Form von Wolfenstein Cyberpilot erwartet, dem sagen wir: Das ist ja Kacke! So ist es. Zu kurz, zu leicht, zu belanglos. So, jetzt reicht's auch. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Moin Moin und hallo zu einer extra heißen News-Folge. Und warum die so besonders ist? Ja, weil ihr alle mit am Start seid. Legen wir also gleich los mit einem alten Bekannten in neuer Karosserie. Seit letzten Mittwoch ist es offiziell, was Leaks mal wieder vorausgesagt hatten. Need for Speed Heat ist der Titel des neuesten Street-Racing-Ablegers von Electronic Arts und Entwicklerstudio Ghost Games. Ab dem 8. November könnt ihr euch auf PS4, Xbox One und PC ins Rennen stürzen und auf den Straßen Miamis mit Cops anlegen. Wie auf der Website angekündigt, soll uns auf der Gamescom in Köln erstes Gameplay-Material erwarten. Auf geht's! Und jetzt Achtung, Grenzöffnung! Quantic Dream goes Multiplattform und Microsoft denkt auch drüber nach. Der Release von Beyond Two Souls und Heavy Rain im Epic Games Store vor einigen Wochen kam überraschend, waren diese beiden Titel doch bisher PlayStation-exklusiv. Nun hat Quantic Dream-Chef David Cage aber nochmal für Klarheit gesorgt. Die Zeit der strikten PlayStation-Exklusivität ist vorbei. Von einigen Ausnahmen abgesehen sollen auch künftige Spiele des Entwicklers für mehrere Plattformen erscheinen. Und auch Microsoft erwägt die Aufweichung von Exklusivitätsgrenzen. Das sagte Matt Booty, Vice President of Xbox Game Studios, in einem Interview mit Game Informer. Sofern das jeweilige Spiel davon profitiere, würde Microsoft auch Releases auf konkurrierenden Plattformen wie PlayStation 4 oder Switch in Erwägung ziehen. Zumindest, wenn es sich nicht um Xbox-Kernmarken wie Halo oder Forza handelt. Ihr habt zu viel Kohle und wollt gern ärmer werden? Dann spielt schnell Apex Legends. Da gibt's jetzt nämlich ein zeitlich begrenztes Event mit teuren Lootboxen. Ja! Dass Apex Legends als Free-to-Play-Titel Microtransactions beinhaltet, ist ja an sich okay. Mit dem neuen Event Iron Challenge haben's EA und Respawn aber ganz schön übertrieben. Als Belohnung gibt's diesmal ziemlich schicke Cosmetics, die jedoch in 24 zufallsgenerierten Lootboxen versteckt sind. Und nur 2 davon erhält man durch reguläres Spiel. Für jede weitere Box sind umgerechnet 7 Euro fällig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass darin das Item ist, was man möchte, beträgt nur 12,5%. Wenn's maximal blöd läuft, ist das gesuchte Item also erst in Box Nummer 8. Und bis dahin habt ihr ca. 56 Euro ausgegeben. Und wer alle Kisten aufmachen will, muss halt 154 Euro auf den Tisch legen. Aber hey, immerhin gibt's dafür dann auch die Erlaubnis zum Kauf einer Waffe für Bloodhound, die dann nochmal ungefähr 35 Euro kostet. Kurz, die Kombination aus zeitlicher Begrenzung, hohen Preisen und Zufallsmechanik ist Bullshit. Und die Apex-Fans laufen zu Recht Sturm.
Nächste Woche ist Gamescom. Und damit ihr da mit eurem Gaming-Wissen so richtig auftrumpfen könnt, hier das Roundup im Schnelldurchlauf. News Ticker auf. Subscriber-Explosion. Nur 5 Tage nach seinem Wechsel von Twitch zu Mixer hat Fortnite-Streamer Ninja über 1 Million Abonnenten gewinnen können. Mal schauen, ob das so bleibt, wenn die Leute nach dem kostenlosen Testmonat 5,99 € für jeden weiteren Monat zahlen müssen, um ihren Lieblings-Fortnite-Streamer zu sehen. Spiel, wo du willst. Am 21. August will Bungie das Cross-Save-Feature für Destiny 2 aktivieren. Ihr könnt dann also euren Spielstand von PS4 auf Xbox oder PC übertragen oder umgekehrt. Die Ingame-Währung Silber sowie gekaufte Erweiterungen können jedoch nicht übertragen werden und bleiben auf der Plattform, auf der ihr sie gekauft habt. Die Skateboarding-Dürre hat ein Ende. Wer gern mal wieder virtuell skaten will, kriegt ab dem 17. September die Gelegenheit dazu. Denn da startet die Skate-Simulation Session als Early-Access-Version auf Steam. Ich kotz gleich. Mehr Power. Ab sofort ist die Revision der Nintendo Switch mit höherer Akkulaufzeit im Handel erhältlich. Und erkennen könnt ihr sie an der neuen Verpackung. Anscheinend ist der Akku aber nicht die einzige Verbesserung. YouTuber Kevin Kenson hat nämlich festgestellt, dass auch der Bildschirm deutlich heller ist als beim alten Modell. Kochen als Integrationstest. Der brasilianische Indie-Games-Entwickler Enric Langostera will uns näher bringen, wie es ist, als Immigrant die unangenehmen bürokratischen Hürden bei der Einwanderung zu überwinden. Zu diesem Zweck muss man in Cook Your Way als Antragsteller eines Visums ein Gericht aus dem Herkunftsland des Entwicklers kochen. Mit einem super coolen Kochcontroller. Yeah! Hab ich schon. Auf Steam könnt ihr jetzt Spiele verbergen, die ihr schon auf einer anderen Plattform besitzt. Und das sorgt für mehr Übersicht beim Einkaufen. Nicelich! Kaum ein Monat vergeht, ohne dass THQ Nordic wieder irgendwen oder irgendwas gekauft hat. Tja, und so ist es auch diesmal. Allein im letzten Jahr kaufte der in Schweden ansässige Publisher unzählige Studios und dazugehörige Spiele-IPs. Darunter Carmageddon, Wreckfest, Goat Simulator, Alone in the Dark und Timesplitters, um nur einige zu nennen. Und vergessen wir auch nicht die Akquisition von Koch Media und Deep Silver mit Marken wie Dead Island, Saints Row und Metro. Aber auch dieses Jahr wird kräftig geshoppt. Nach dem Kauf von Piranha Bytes im Mai schnappt sich THQ Nordic jetzt auch Darksiders Entwickler Gunfire Games und das italienische Studio Milestone, bekannt für die offiziellen MotoGP und MotocrossGP-Spiele. Was kommt als nächstes? Nintendo? Google? Die Weltherrschaft? Wir wissen es nicht. So, das war's, Leute. Und wenn euch diese News nicht heiß genug waren, dann wärmt euch an diesem Heavy Metal N64 auf. Geiler Scheiß! Das verbrennt euch beim Zocken nämlich schön die Fresse. Brauche ich auch. Das war's von der Side of Life. Ciao. Das war's auch schon wieder von Game 2. Schade, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann folgt uns doch auf Instagram. Und wenn ihr euch fragt, warum jetzt hier keine Outtakes mehr sind, dann schaut euch doch mal hier unser Q&A an. Da erklären wir euch alles, ne? Genau, und jetzt auf nach Köln zur Gamescom. Wiederschauen. Anschnallen. Oh, verdammt. Warum haben wir eigentlich beide? Ich höre dich nicht, der Motor ist elektrisch.